Moin moin meine lieben Yoshis und ein herzliches Willkommen zum Grande Finale von Banjo-Kazooie. Und weil ich Angst habe, allein der Hexe gegenüberzutreten, denn die ist ja auch zurzeit mit ihren scheußlichen Besen, habe ich mir gedacht, ich ziehe den Drachen am Schwanz und schleife ihn mit. Hallo Drago! Aua. Ja, ihr Lieben, ich habe den Alpha-Drachen mir geschnappt und natürlich gezwungen, nochmal mitzumachen. Einfach, weil ich's kann. Ich bin jung und brauchte das Geld. Ja, ganz genau. So ist es. Aber es freut mich, dass du wieder dabei bist, mein Lieber. Ne, nachdem das ja beim letzten Part mit dem Quiz ja nicht so gut geworden ist, weil es ja keine wirklichen Fails gab, hatte der arme Drago leider nichts zu lachen. Nicht allzu viel. So. Bereit, durch die Tür zu gehen? Hokus Pokus Filibus, dreimal schwarzer Banjo und die Tür ist offen. Nice. Drago, ich habe mal eine Frage. Was ist das Hässlichste, was du je gesehen hast? Die Fratze da unten links. Pass auf, ich habe was für dich. Ach, ich habe das dumme Gefühl, was jetzt kommt. Pfui, Deibel, ist die hässlich. Ja, du mich auch. Hörst du mein Gekicher hier oben? Bin ich sicher? Das glaubt doch nur sie. Tja, und hier ist ihre Höllenmaschine, ihr Lieben. Ich muss zugeben, als Kind habe ich mich immer gefragt, ob hier hinter was versteckt ist, aber hier ist tatsächlich nichts. Fand ich eigentlich sehr schade. Ich hätte die Räume sehr gerne erkundet. Willst du wirklich ihr Schlafzimmer sehen? Das habe ich schon gesehen. Ich habe gesehen, was PK und sie dort getrieben haben. Das hat gereicht. Ein Trauma fürs Leben. So, und hier gibt's jetzt unsere Belohnung dafür, dass wir alles gesammelt haben. Rote Federn, eine Maxi-Feder. Ja, Leute, und was passiert, wenn wir sie berühren? Unsere Federn werden einmal komplett aufgeladen. Finde ich eine coole Sache. Also, das erspart mir das lästige Sammeln nochmal. Und die nächste Tür wird geöffnet. Nice. Gucken wir doch mal, was sich hier befindet. Komisches Bild, oder was meinst du? Sieht aus wie Banjo im Sinne von, ich halte einen Toast unter und ich habe Honigschnitte. Aber das ist keine Honigschnitte. Stattdessen... Was ist denn das? Eine Honigwabe? Ja, Leute, und jetzt bekommen wir doppelte Energie. Das heißt, wir können doppelt so viele Treffer einstecken. Und das werden wir auch gleich brauchen. Sonst schießt die Alte mich schneller weg, als es mir lieb ist. So. Und da haben wir ein Maxi-Ei. Das nehmen wir natürlich auch noch mit. Achso, wir hatten schon maximale Eier. Okay. Wobei ich mich jetzt wirklich bei Kazooie frage, wie kann die 200 Eier horten? Tja, das habe ich mich auch gefragt. Das muss ein magischer Rucksack sein. So. Und natürlich auch die Goldfedern wollen einmal komplett aufgefüllt werden. So. Und damit sind wir eigentlich fürs Grande Finale gut gerüstet, oder was meinst du? Du musst es spielen. Ich kann mich ein bisschen zurücklehnen und mich schauen, wie du es anstellen wirst. Okay, normalerweise gibt es ja eigentlich einen Dialog, aber offenbar will er den nicht. Alles klar. So, ihr Lieben. Hä? Ah, doch. Er kommt doch. Puh, was für ein ekelhafter Gestank. Oh, Besuch für Dingpot. Ich liebe Besuch. Ein Wunder, dass dich überhaupt jemand besucht. Stinkekessel. Was meint der komische Vogel? Sie wollte nur wissen, wo wir die Hexe Grundhilda finden. Das weiß ich ganz genau. Wenn ihr die hässliche Alte aus dem Weg räumt, bin ich endlich frei. Schweige still, du armer Tropf! Ich hasse diesen Topf! Ist das Spiel hier erst vorbei, koche ich in dir Spinnenbrei! Keine Panik, Dingpot! Wenn wir sie erst einmal gefunden haben, wird sie den Mund nicht mehr so aufreißen. Das hört sich gut an. Springt hinein. Ich schieß euch hinauf zu ihr. Viel Glück. Hineinspringen? Niemals. Den Gestank werden wir nie mehr los. Und ich liebe es, wenn Leute durchfahren. Kazooie, wir haben keine Zeit zu verlieren. Jetzt treten wir der Hexe in den Hintern. Aber richtig so. Ja, ihr Lieben. Allerdings werde ich gleich nicht mehr in der Lage sein, vorzulesen. Und deswegen übergebe ich dann gleich die Hexenstimme an den guten El Drago. Na? Ja, ihr Lieben, allerdings müsst ihr bedenken, der gute Drago hat ungefähr ein bis zwei Sekunden Verzögerung, aber er wird euch die Dialoge sehr gerne vorlesen, nehme ich mal an. ich hoffe, ich verpasse keinen. Kriegen wir hin. So, let's go! Auf, hinauf zu der ollen Hexe! Ich bestelle schon mal ein bisschen Waschseife für Kazooie. Besser ist es. So, Drago.
So ein lächerliches Paar sehe ich nicht jedes Jahr. Kämpfe nur, du doofer Bär. Mein Sieg wird sicher legendär. Ganz genau, und hier geht's los. Zumindest träumst du davon, dass sie gewinnen wird. Aber die Alte hat ihren Führerschein in der Lotterie gewonnen. Guckt euch diesen hässlichen Besen an. Pfui, Deibel, bist du hässlich. Was los? Stell mal vor, mit dem fährt sie Mario Kart, dann würde sie immer jeden beißen. Dafür werdet ihr mir büßen. Bald liegt ihr flach zu meinen Füßen. Na, davon träumst du wohl. Ja, Leute, der Besen ist natürlich in die Jahre gekommen. Der hat den TÜV letztes Mal wohl nicht geschafft. Was los? Brauchst du Starthilfe? Komm her! Heiß! Huhu! Ja, Vorsicht! Raserfrau auf der A1! Ja, ich sag's dir! Kommst du bei dir vorbeigefahren? Ja, wer weiß! Na, was los? Springt der wieder nicht an? Hier, kriegst noch einen! Das kommt davon, wenn man Billigsprit tankt! Ja, ich sag's ja immer wieder, aber die Alte hört ja nicht! Weißt du, sie war mit Piquet zusammen. Hallo, Piquet weiß, was gut ist. Aber nein, das ist wahrscheinlich auch der Scheidungsgrund von den beiden gewesen. Deswegen reicht das Geld nur noch für Billig-Ethien. Deswegen kackt er auch bei jedem dritten Versuch. Das stimmt, so. Es folgt ein wahrer Augenschmaus. Bär und Vogel rasten aus. Vergiss es. Jetzt ist Schluss mit dem Gekicher. Hier oben bin ich vor euch sicher. Das glaubst du doch wohl selber nicht. Okay, doch, das war ein blöder Treffer. Dieses war der erste Treffer, jetzt gebe ich euch mächtig Pfeffer. Aber sollten wir jemals eine Grillparty machen, kann man sie ja für 2 Sekunden einladen. Wirf einen Feuerball und danach kannst du wieder gehen. Finde ich genau richtig so. Kann ich Ihnen nur zustimmen. So, vorsichtig. Ah, nee, das war nicht die Feuerpause. So, da hat's getroffen. Seid ihr denn noch gescheit? Ich war noch nicht bereit. Heul leiser, Chantal. Ja, die wird jetzt mal ein bisschen garstig, die Alte. So. Sind das alte Hexen nicht immer? Ja, das stimmt. Ist bestimmt die böse Schwester. Ist da von Bibi Blocksberg. Okay, gut, es hat gereicht. Sehr schön. Ja, die arme Bibi, tue das Elend nicht an. Ich kann auch nichts für ihre Verwandtschaft. Ah, runter da! Ich muss nur aufpassen, dass die mich hier nicht runterschießt. Das kann nämlich ganz schnell passieren. Da ist sie nämlich ziemlich gut drin. Ich hör gleich noch Drake. Ede, Mene, 1, 2, 3. Aus der Hexe mach ich Brei. Ja, so ungefähr. So kannst du es dir auch vorstellen. Schade daneben. Ich muss nur aufpassen, dass ich nicht zu nah an die Zinne ranspringe, weil sonst geht's abwärts. Oh, oh. Der kleine Bär soll einmal mucken. Auf den Kopf kann ich ihm spucken. Nicht schlecht, Benjo. Zeig deine Flugkünste und fege die Alte vom Himmel. Ja, nichts leicht lieber als das. Ab in die Luft mit uns. So, Leute. Immer diese Sonntagsflieger hier. Also, Drago, ich weiß ja nicht, wie du das siehst, aber ich finde, Hexen sollten keinen Führerschein haben. Attacke! Oh, oh. Hui! Das war fast ein Absturz. Ja, das Ding ist, es ist mir schon passiert, dass ich auf dieser blöden Zinne gelandet bin und dann voll mit Karacho. Toll. Falsch abgeschätzt. Hat die gerade schon wieder einen Biospritausfall gehabt? Ja, kann man so sagen. So, getroffen. Autsch, seid ihr denn krank? Nehmt dies als mein Dank. Ich gehe immer zu früh auf sie los. Viel zu früh. So, ganz ruhig. So, chillig. Los, komm, halt still. Ja, Treffer versenkt! Uah, Hilfe! Hilfe, Hilfe, Hilfe! Ah, okay. Also nicht sofort drauf losfliegen. Immer schön mit Geduld. Immer schön mit Geduld. Bringt euch in Sicherheit, es sind eher gerade 2 Sonntagsflieger unterwegs. Als ob das jetzt nicht getroffen hat! Als ob! Schön rechts vorbeigesaust. Zielwasser müsstest du mal trinken. Oder liegt das an Gunthildas Stinken? Ja, es kann sein, dass die Alte so sehr stinkt, dass Kazuis Flugkünste ein wenig abgeschwächt wird. Okay, das war jetzt auch viel zu schön, um wahr zu sein. So. Ach, das lief ja auch bisher zu glatt für dich, also. Ha, Treffer!
versenkt. Okay, jetzt wird die ein wenig aggro, so ein bisschen. Nennt man das neuerdings Angry Richie oder Angry Bird? Treffer! Oh. Genau, das neue Spiel für das Smartphone, Angry Grunty. Deine Idee. Hoffentlich sieht mich keiner hier. Verstecke mich wie ein scheues Tier. So, dann kannst du das gucken. Gut, Energie habe ich noch. Wow, 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 wow. Vorsicht, Alte. Krieg dich, chill mal deine Basis hier. Was? Piep, piep, piep. Vorrückbär haben wir so lieb. Ihr lasst mir somit keine Wahl, dann treff auch euch die böse Qual! Naja, wenn du... Ich muss nur aufpassen. Okay, das mit dem Treffen üben wir nochmal. Der guckt, als ob der eingekifft hat. Noch ein Jinjo, Alter, bei ist der Fluch denn nie vorbei? Nein, der fängt gerade erst an, meine Liebe. Das war der grüne Jinjo. Über die Jinjos lache, kann ich auch nur lachen. Und so weiter und so fort. Ich laber viel zu schnell. Das geht mir echt auf den Sack und zwar gehell. So, der nächste Jinjo. Wow, 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 wow. Das müssten jetzt alle vier gewesen sein. Ja, Wahnsinn. Oh, Alter, Hexe, krieg dich mal wieder ein. Mit dem Besen ist jetzt Schluss zu Fuß. Ich wieder gehen muss. Tja, Grunty, dumm gelaufen. Okay, jetzt dreht sie ab. Jetzt dreht sie ab, Leute. Wow, 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 wow. Ah. Forget it! Angry Grunty, bald noch auf ihrem Smartphone. Ich bin der Jinjonator, aktiviere mich. Auch dieser steinige Geselle verdrückt sich auf der Stelle. Okay, das... Boah, aufgepasst, okay. Da machst du nur auf hinten lacht. Daneben. Lern mal zielen, Alte. Ja, okay, so wortwörtlich wollte ich das jetzt aber nicht nehmen. So, das Loch ist gestopft. Hilfe! Hilfe, ich stehe unter Beschuss. Scheiße, ey. Aber gut, ich bin noch gut dabei. So, geblockt. Aber die kann prima Luft machen. Ja, ne? Wenigstens etwas, was sie hinkriegt. Alter, jetzt... Ey, Hexe, chill mal deine Basis. So, endlich. Erledigt ist sie. Und weil Drago sie so toll gesprochen hat, darf er sie jetzt auch mal ganz kurz sprechen. Oha, der Jinjonator kommt. Ja, Hexe, jetzt gibt's aufs Maul! Obwohl, stimmt, ab hier kann ich sie ja eigentlich wieder übernehmen. Ja, mach mal. Kannst ja gleich Klungo sprechen. Und es geht ab! Volle Kanne drauf! Immer schön in die Fresse! Von Treffern so wie diesen hier nehme ich vor dem Einschlafen. Scheiße, den Rest habe ich nicht lesen können. Noch vier! Okay, danke. Boah, Jinjo! Oh nein! Darin fege ich den Boden sauber. Es bleibt mir nur noch dieser Zauber. Und der geht. Knapp daneben ist auch vorbei. Und da fällt sie! Die olle Hexe fällt! Wie war das? Ding dong, die Hexe ist tot, sie frisst kein Brot! Ding dong! Ja, alles klar. Tja, da steckt sie unterm Stein fest. Stopp, da gehört's auch hin, oder was meinst du, Drago? Ja, naja, du hast ja den Ableger schon mal gespielt, wo sie mal ein anderer Gestein wiedergekommen ist. Zu schwer! Das kann nicht mein Schicksal sein! Klungo, befrei mich von diesem Stein! Tja, wo ist denn der gute Klungo? Ich glaube, der ist weggerannt. Na gut, du darfst doch halt Bottles sprechen. Und Benjo, wenn du möchtest. Oh nee, der Benjo ist deiner. Okay, dann nimmst du Bottles. Den kann ich sowieso nicht wirklich sprechen.
Obstwassermelonen. Immer her damit. Gib das her, gib das her. Tja, das ist doch genau der perfekte Urlaub für uns, oder was meinst du? Ich war ja erst letztens auf der Insel mit meinem Schatz. Mhm. Ah, wunderbar. Zeit zum Ausspannen. Nicht wahr, Schwesterherz? Klar! Du und Kazooie, ihr seid nun echte Helden! Hast du das gehört, Kurzer? Ich bin ein Star! Hol sie hier raus! Okay, das war ganz gut, Kazooie. Ich sollte erst die Nudel runterschlucken. Danke, Brennschlange! Genug jetzt! Lass uns einen Blick auf den Abspann werfen! Tja, ihr Lieben. Und da ist es auch schon wieder vorbei. Banjo-Kazooie ist soeben beendet worden. Zu 100%. Tja, schade eigentlich, dass es schon wieder vorbei ist. Aber immer noch ein saugeiles Spiel. Und ich freue mich wahnsinnig darauf, für euch Teil 2 zu spielen. Denn mit Ende dieses Partes wird ab der nächsten Woche Banjo-Tooie starten. Ganz genau. Und ich muss sagen, auf das Projekt freue ich mich sogar tierisch. Denn es ist für mich noch halb blind. Ich habe es zwar schon ein bisschen gespielt, auch ein paar Welten abgeschlossen, aber ich habe es bisher noch nicht zu Ende gespielt. Also, freut euch drauf, ihr Lieben. Ja, Drago, ich danke dir fürs Leihen deiner Stimme im Finale. Bitte, bitte. Hat auf jeden Fall tierisch viel Spaß gemacht. Müssen wir auf jeden Fall nochmal wiederholen. Ja, ihr Lieben, und ich hoffe, Dragos Interpretation von der guten Grundhilda oder MC Grunti, wie wir sie ja immer in Fachkreisen nennen, hat euch gefallen. Und deswegen kann ich nur noch mal sagen, schaut auch mal beim guten Drago auf YouTube und Twitch vorbei, wobei er eher Livestreamer ist, also Twitch wäre definitiv besser. In der Videobeschreibung werde ich euch natürlich seinen Link mit reinposten. Ne? Wenn schon, soll er ja auch belohnt werden für seine Arbeiten, ne? Hast Bock auf Krabbensuppe? So zufällig? Krabbenchips mit Wasabi. Na gut, okay, ich bin weder ein Freund von Krabbenchips noch ein Freund von Wasabi. Wasabi finde ich sogar ziemlich ekelhaft. Wasabi finde ich tatsächlich ziemlich ekelhaft. Aber ihr Lieben, ich hoffe, das Let's Play-Projekt hat euch gefallen. Das große Replay von Banjo-Kazooie ist tatsächlich jetzt durch. Und ja, irgendwie bin ich auch ein bisschen traurig drüber, denn das Spiel kenne ich wenigstens. Bei Banjo-Tooie könnte das noch den einen oder anderen Lacher geben. Einfach, weil ich so schlecht bin. Oh Mann, oh Mann. Ja, Drago, aber auf jeden Fall sehr schön, dass du dabei warst. Ja, bitte, bitte. Du bist eigentlich eine gute Hexe, muss ich sagen. Und, wie gesagt, du musst das Spiel auch mal spielen. Ich will auch was zu lachen haben. Irgendwann mal schauen. Ja. Ja gut, ihr Lieben, damit bleibt mir zu sagen, gebt mir fleißig einen Daumen hoch, kommentiert fleißig, konstruktive Kritik gerne her damit. Schaut beim El Drago vorbei und den Rest der Credits werde ich euch natürlich jetzt einfach so durchlaufen lassen. Bis zum nächsten Let's Play-Projekt bei Banjo-Tooie oder in einem meiner anderen Videos. Ciao, ciao, euer Drake. Und wie gesagt, Drago, vielen Dank nochmal. Nichts zu danken. Ciao. Thank you.
Was ist denn das da? Oha! Da gibt's ein Geheimnis, ihr Lieben! Bilder zeigen Sachen, die ich verwende im nächsten Spiel. Hast du das gehört, Kazooie? Sie machen noch ein Spiel mit uns! Zeige uns die Bilder, Knochenköpfchen! Ja, Leute, was könnten denn das für geheime Bilder sein? Ihr findet alle 100 Puzzlers? Ja, haben wir gefunden. Klar haben wir, Mumbo. Zeige uns deine Geheimnisse, Schaumschläger. Was das wohl für Geheimnisse sind? Bilder zeigen Dinge, die ihr nichts gefunden. Nehmen für neues Spiel Banjo-Kazooie Schraube locker. Ja, als ob ich das Spiel spielen werde, von wegen. Klingt super. Ja, Leute, die Dinger können wir auch für Banjo-Tooie gebrauchen. Ja, klingt wie gut. Ich bin besser auch drin! Kurzer! Da habe ich fast Kazooie vergessen zu sprechen. Banjo-Kazooie, Schraube locker! Lässt Banjo-Kazooie wie einen Witz aussehen! Mumbo zeigen Bilder von Zeug in neuem Spiel! Hier, sieh an! Erst findet ein Geheimnis! Ja, Leute, das sind die Stop-and-Swap-Dinger! Denn die haben wir schon alle gefunden! Die haben wir bereits alle gefunden! Obwohl. Das sieht er. Jetzt überlegt er gerade, ob er da noch was vergessen hat. Nee, ich glaube, in der Höhle war ich noch nicht gewesen. Wobei, das Spiel hat mir gesagt, dass ich die alle gefunden habe. Ja, Leute, interessant. Da sind Geheimnisse. Die konntet ihr nämlich in der N64-Version nicht finden. Die gibt's nämlich tatsächlich nur in dieser Version, in der Xbox-Version. Beziehungsweise in der Rare Replay-Version. Ja, Leute, die Geheimnisse brauche ich euch eigentlich nicht zeigen, aber ich lasse sie jetzt einfach trotzdem mal laufen. Einfach, weil ich es kann. Was gibt's denn da zu holen? Ja, ihr Lieben, hier gibt's den Eisschlüssel, den wir uns auch schon unterm Nagel gerissen haben. Da ist er. Ist er nicht hübsch? Ist er nicht hübsch? Und gleich spuck ich Feuer und das ist nur noch ein Wasserschlüssel. Stimmt. Böser Drago. Böse. Böse, böse, böse. Böse, böse, böse. Ja, wer kommt schon auf die Idee, einen Schlüssel aus Eis zu klopfen? Oh, hast du eine Ahnung, wer auf so komische Ideen kommen würde? Lass mich raten, die nach Käsesocken stinken ja unterm Felsen. Na, so ungefähr. Ja, Leute, aber die haben wir, wie gesagt, alle im Laufe des Let's Plays beziehungsweise im Laufe des Livestreams und auch privat schon gefunden. Ich glaube, das waren sogar die ich euch nie zeigen konnte. Wow, tolle Bilder. Erzähl uns mehr. Mombonex verraten, ihr findet heraus im Banjo-Kazooie Schraube locker. Das Spiel wird es nicht als Let's Play bei mir geben, Leute. Da könnt ihr drauf wetten. Denn ich habe mir das Spiel schon angeguckt und es war scheiße. Es hatte die Schraube locker, aber einer falschen Bedeutung. Das stimmt allerdings. Ja, Leute, und damit sind wir am Ende des Let's Plays angekommen. Wie gesagt, nochmal erwähnt, schaut beim guten El Drago auf dem Kanal vorbei. Und, ach, hier, guck mal. Dieser Fels ist so schwer, aber ich muss meine Herren retten. Gefunden habt ihr alle Puzzleteile. Beim nächsten Mal, da gibt es Keile. Wartet nur, bis ich hier rauskomme. Dann knallt's im Karton. Tja, und damit ist das Spiel jetzt nun endgültig vorbei. Endlich. Ja, ihr Lieben, ich bedanke mich nochmal bei euch fürs Einschalten, für dieses tolle Let's Play, dass ihr dabei wart, mich begleitet habt. Drago, auch dir nochmal vielen herzlichen Dank fürs Dabeisein. Wie gesagt, klappt die Infobox auf, dort bekommt ihr die Linkbeschreibung zu El Dragos Kanal und natürlich auch meinen üblichen Social-Media-Seiten und so weiter und so fort. Ihr kennt das Spielchen ja. Und damit würde ich sagen, gebt mir fleißig einen Daumen hoch, kommentiert fleißig, konstruktive Kritik gerne her damit. Und wir sehen uns in Banjo-Tooie spätestens wieder. Denn dann gibt's ein Wiedersehen mit Bär und Vogel. Also, ciao, ciao, euer Drake.